So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Knack. Eben Crisis fertig gekriegt, gerade mal so ein bisschen was gegessen, eine kurze Pause gemacht, so aufs Handy mal gelunzt. Da. Und was, ich habe vergessen zu trinken. Oh, tut gut. Der gute Scotch. So. Ist ja gut, ist ja gut. Alles kaputt machen. Vorsicht, Neck. Dieses Gestein ist sehr rutschig. Ja, genau, hier waren wir letzte Folge. Leuchtsteine. Bah, Relikte. Nam 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 nam. Digga. Dieses Gestein ist ja so ätzend. Da ist doch was. Haben wir hier. Wuhu! Die Motherfucker! Bots! In your face. Ich weiß gar nicht mehr die Tastenkombis. Ich muss im Moment, ich muss mir mal kurz die Tastenkombination nochmal angucken. Sammlung? Nee. Granaten. Au. Wie waren die Tastenkombinationen nochmal? Mann, dahinter ist was. Das weiß ich doch. Und hier auch. Ich weiß die Tastenkombination gar nicht mehr. Woi! Fuck! Steinchen. Alter! Wie konnte mir... Wie konnte der Cheater... Oh, der ist gut. Wie gesagt, man muss hier sehr bei Neck aufpassen. Wie gesagt, man muss aufpassen. Ich muss das Ausweichen auch mal mehr benutzen. Da muss ich echt aufpassen. Der kann ja so hoch springen. So, da ist nichts mehr. Diese scheiß Drecksfallen. Ich glaube, da müssen wir weiter. Nam nam nam. So,
So, ich muss mich ja leider auf 15 Minuten begrenzen, das wisst ihr ja. Oh Mann, die Speicherpunkte sind wieder so scheiße gesetzt. Also. Mann, ey, da muss man so aufpassen. Ich sehe nichts. Ah. Oh, oh. Versperrt. Wir müssen denselben Weg zurückgehen. Oder auch nicht. Drecksrobo. Huh. Ah. Komm her. Ups. Bam. Du Hurensohn. Hab ich also doch richtig gehört. Ist alles in Ordnung? Ihre Roboter haben uns angegriffen. Wirklich? Die dachten sicher, sie wären Kobolde. Tut mir sehr leid. Ich prüfe ihre Programmierung. Nur keine Umstände, Victor. Ich habe dabei ein paar Relikte gesammelt, also kann man nicht sagen, dass ich am Boden zerstört bin. Da gibt's einen Luftzug, und zwar aus dieser Richtung. Sehen wir mal nach. Also ich habe das Gefühl, der Typ will uns loswerden. Es wäre leichtsinnig, ohne Verstärkung in eine Mine zu gehen. Man weiß nie, was man findet. Kobolde, Wachen. Je größer der Schatz, desto größer das Risiko. Die sind ja so schlecht, diese Roboter. Zuerst habe ich Minenroboter gebaut. Hoppla. Es ist so viel einfacher, da unten Relikte zu bergen, wenn man über starke Feuerkraft verfügt. Na also. Lass mich durch. Huh! Danach habe ich auch Sicherheitsroboter produziert. Die Bauart ist dieselbe, nur das Zubehör ist etwas anders. Verstehe.
Weitermachen. Was haben wir denn hier? Oder da? Ja, wieder ein Special. Yay! Was ist das? Aha. Ach so, ja, gut. Sonnenstein-Batterieteil. Okay. Aufzeichnung des Spiels wurde fortgesetzt. Also das ist ein bisschen blöd, dass jedes Mal hier aufgezeichnet wird. Das finde ich ein bisschen, naja, so halb, ne? Noch mehr. Na also. Yay! Oh, mal sehen, ob er die jetzt erledigen kann. Nein, kann er nicht. Da kann ich nicht lang. Jawohl, läuft doch. Huch, wie ist er denn hier runtergekommen? Und wo ist mein Chef? Ach, da hinten. Geschafft. Das ist das Versteck der Kobolde. Ryder, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Doc. Wir haben ein Koboldorf entdeckt. Vielleicht das Richtige. Geh von der Landestelle aus 10 Kilometer nördlich und stoß zu uns. Verstanden. Dann bis gleich. Vorbei. Er weiß nicht, wie er durch die Mine kommt. Bei seinem Talent ist er noch vor uns da. Selbst wenn er dazu 5 Berggipfel besteigen müsste. Fast geschafft, Neck. Bereit. Meine restlichen Truppen sind unterwegs. Dann sehen wir uns nachher vor dem Dorf. So. Und ich glaube, dann gehen wir da mal als nächstes hin, nachdem ich mir das Special hier oben geholt habe. Das ist bestimmt eins. Das sage ich doch. Oh ne, ich glaube, hier geht's weiter. Ach so, das ist nur ein Fenster. Ah, gut. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Neck.